Hallo, heute stelle ich euch das App Defender vor. Kann kostenlos im Android Market heruntergeladen werden und ist ein wirklich schönes Spiel mit einem schönen Spielprinzip. Wir starten jetzt einfach mal mit einem Tipp auf Start. Sehen, es können bis zu 3 Safe Games erstellt werden. So können auch an einem Gerät mehrere Leute ihren Spielstand absichern, wenn sie das denn möchten. Klicken es auf meinen Spielstand. Sehen, hier man hat hier auch die Möglichkeit, seine Attribute aufzuleveln. Wir gehen jetzt aber einfach mal ins Spiel hinein, um das Grundprinzip zu verstehen. Wir haben hier eine Burg, die wir verteidigen müssen und diese wird von zahlreichen Monstern angegriffen. Bis jetzt haben wir ein Katapult zur Verfügung. Dazu müssen wir einfach auf den Bildschirm tippen und man sieht schon, es werden Pfeile herausgeschossen. Und so kann ich meine Gegner abwehren. Ich habe zusätzlich aber hier unten noch die Attribute, wie man sieht, die verschiedene Möglichkeiten haben. In diesem Fall ist das so ein Feuersturm, wenn ich hier darauf tippe. Das Ganze ist in Verbindung mit Mana gekoppelt. Man sieht hier unten meine Mana in Blau dargestellt. Ich habe die Möglichkeit, Gegner einzufrieren, aber muss es eben erstmal Hauptprinzip des Spiels versuchen, die Gegner von meiner Festung fernzuhalten. Der rote Balken zeigt mir die aktuelle Lebensenergie an. In diesem Fall befinden wir uns im Level 10, sprich ein Bosskampf kommt am Ende, den ich mir jetzt extra für das Video aufgehoben habe. Bringt zusätzliche Abwechslung ins Spiel, sodass eben nicht nur auf Dauer diese Gegnerfronten auf einen zukommen, sondern ich habe eben auch die Abwechslung mit einem Bosskampf, der nach und nach stattfindet. Man sieht jetzt hier diesen Boss anlaufen, den tun wir am besten mal nach hinten katapultieren und probieren ihn weiter abzuschießen. Ist wirklich gar nicht allzu leicht, da man sieht, der hat natürlich eine deutlich größere Gesundheitsanzeige und hält so auch deutlich mehr Schaden aus. Zudem hat er auch natürlich viel mehr Angriffsstärke und kann mich so auch, beziehungsweise meine Festung, relativ schnell zerstören, was er in diesem Fall auch geschafft hat. Ich bekomme den Game-Over-Bildschirm, kann das Level aber dann problemlos nochmal probieren. Ist man jetzt hier eben im Auf-Level-Bildschirm, hat man die Möglichkeit, seine eigenen einzelnen Attribute aufzuleveln und so eben Gegnern mehr Widerstand zu leisten. Zum einen kann ich von meinem Katapult die Stärke und die Agilität verbessern. Dazu tippe ich einfach darauf. Ich sehe hier oben meine aktuellen Münzen, die ich im Spiel freischalte und kann diese dann, wenn ich genug habe, in die einzelnen Upgrades integrieren. Beende ich ein Level besonders gut, bekomme ich Diamanten. Mit denen kann ich dann noch einzelne Sachen freischalten, die sich nur mit Diamanten freischalten lassen. Zudem kann ich den Wall meiner Festung aufleveln und ich kann auch meine Magic Power, mein Magic Tower aufrüsten. Man sieht schon, es ist ziemlich viel Umfang geboten. Das endet nicht nur hier, sondern habe ich einen gewissen Level im einzelnen Attribut geschafft, kann ich immer weiter aufleveln bis hin zu einer Stufe, wo eben dann mein Katapult und alles wirklich enorme Kraft hat. Es lassen sich dann auch noch neue Spezialfähigkeiten freischalten, wie man hier sieht. Hier kann man auswählen, welche man nutzen will. Und da hat man dann mit seiner Geld möglichst viel aufgerüstet, geht man einfach wieder mit Continue zurück in das Level und kann es in diesem Fall wieder Level 10 probieren. Am Anfang wurde mir schon eingeblendet, wenn ich dieses Level dann schaffe, was wie gesagt so ein größeres Zwischenlevel durch den Bosskampf ist, dann bekomme ich einen neuen Bogen, der dann, ich vermute einfach mal, größere Pfeile hat und so mehr Schaden anrichtet. Ist meiner Meinung nach wirklich ein schönes Spielprinzip, auch wenn es sicher schon in zahlreichen Apps in abgewandelter Form gibt. Ist Defender wirklich schön umgewandelt mit diesen Monstern, die natürlich auch variieren. Die einen sind schneller, die anderen sind langsamer. Die einen können mehr Schaden einstecken, die anderen weniger. Dann unterscheiden sich natürlich auch ihre Waffen und somit auch ihre Angriffsstärke. Kann wie gesagt kostenlos heruntergeladen werden und für den Fall ist wirklich, finde ich, eine richtig klasse App. Natürlich kann man auch hier Geld wieder investieren, indem man Diamanten mit echtem Geld, sage ich mal, kauft. Dazu wird man aber nicht gezwungen, das ist jedem frei überlassen und ich würde sagen, wir probieren jetzt hier noch einmal den wirklich nicht allzu leichten Bosskampf. Vielleicht muss ich dazu wirklich einfach nur mein Equipment noch weiter aufleveln. Ihr solltet es einfach mal probieren, den wirklich möglichst weit von der Festung wegzuhalten. Jetzt kommt er schon wieder und wir greifen ihn wieder an. In dem Fall sieht es ja in Sachen Mana wirklich noch ganz gut aus, sodass ich denke, dass wir das schaffen könnten. Und jetzt probieren wir es nochmal mit dieser Magie und werfen ihn zurück. Und jetzt denke ich, könnte es klappen. Ja, wir haben jetzt den ersten Zwischengegner in Stage 10 besiegt. Sehen jetzt, wir haben hier einen neuen
Bogen freigeschaltet, der natürlich jetzt deutlich bessere Attribute hat. Bekommen jetzt am Ende des Levels eine gewisse Münzenanzahl und Diamanten und können diese dann natürlich wieder in neues Equipment investieren. Wird mir hier erklärt, hat man so ein neues Hauptequipment wie den Bogen. Kann man diesen auswählen und ausrüsten und hat jetzt eben ein besseres Equipment. Soviel zu Defender, meiner Meinung nach wirklich ein sehr schönes Spiel, was kostenlos runtergeladen werden kann. Macht wirklich über längere Zeit sehr viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.